So, herzlich willkommen zum neuen Part von Mario plus Rabbids Kingdom Battle. David ist diesmal, weiß nicht, wo David gerade rumhängt, aber. Ah, da ist er wieder. So, David ist wieder da und wir sind hier beim nächsten Part. Die zweite Prüfung lief ganz gut, besser als die eigentlich Hi. einfachere Prüfung. Und tut mir leid, dass der letzte Part ein bisschen lang wurde, es war einfach, weil ich nicht drauf gucke. Es tut immer David. Und diesmal David auch nicht drauf geguckt. Ne. Aber es macht nichts. Ich habe So. ja angekündigt, dass ich mal so einen längeren Part haben werde. Was soll das bringen, wenn wir die Dinger verschieben? Es macht überhaupt keinen Sinn. Cool. Okay. Okay. Aber mal. Da ganz außen und die beiden da. Cool. Das ist ein gutes Rätsel. So und der muss so. Nice. Nice. Ein paar Powerkugeln. Ein paar Fertigkeitenkugeln. Also weiter geht's. Nach diesem lustigen Rätsel geht's jetzt zur dritten Prüfung. Rolling, rolling, rolling. Mal gucken, ob die auch so lustig ist oder was die diesmal bietet. Erstmal Tots Escort. Ah, Münzen. Münzen können nie schaden. Immer Münzen mitnehmen. Das ist die erste Regel. Also, wer würde auch zu Geld Nein sagen, wenn es umsonst ist? Okay. Der Knopf ist nicht aktivierbar. Ah, ich bin wieder hier, bei der Sache. An dieses Ding kann ich mich erinnern. So, mal gucken, wann die dritte Prüfung dann kommt. Mal schauen, mal schauen. Da drüben ist wieder eine Kampfzone, aber kein Tod. Rabbit Tod. Hier ist auch keine Prüfung. Oh doch, hier ist eine Prüfung. Eine mittlere. Hast du eigentlich im letzten Part über das gelabert, was du labern wolltest, nämlich über Gamer Codes? Ja, habe ich ein bisschen drüber gelabert. Weiß nicht, ob ich ihn. Ein Zug! What the fuck? Kämpfen. Hey, so ein Eisgolem. What the f ja, geil. Wer muss denn da hin? Achso, erreiche das Gebiet. Da muss immer nur einer hin. Wo ist denn das Gebiet? Wo ist es denn? Da ist es ja. Und den anderen. Hier ist Luigi. So, hierhin. Super Effekt des Gegners. 100% war da gerade oder so. Gut. Peach kommt nicht mal bis zu Mario. Oh, Kacke. Was ist mit denen eigentlich? Wir haben nur einen verdammten Scheißzug. Ah. Die stoßen einen immer zurück. Vielleicht kann man damit sich drüber schleudern lassen. Aber die stehen so komisch. Nee, das hilft nicht.
Ich weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht. Gut, also ich mach mal die Heldensicht. Weil Schaden wird uns hier nichts bringen. Dann würde ich mal sagen, lock ich. Aus der Reichweite. Den da an. Oh, das ist ein Das wollte ich jetzt gar nicht haben. Das ist nicht der Plan gewesen, aber scheiße. Ich suche ihn jetzt wieder zurück, oder? Ja. Also es wäre cool, wenn es in dem Gefecht so wäre, aber nicht hier. Ich glaube, der stößt uns weiter. So wäre das gelaufen. Okay. Gegnerisches Zug. Ja, ich gebe auf. Hallo Mario. Super Effekt. Am Ende der Straße. Gut, also. Wir müssen was wählen, was ihn nicht zurückschlägt für Mario. Mario darf ihn nicht zurückschlagen. Prüfung neu starten, ja. Mario darf den Eisgolem nicht zurückschlagen. Das wäre scheiße. Wenn das passiert, wäre das wirklich kacke. Kampfzentrale. Waffenauswahl. Mario. Was hat Mario denn, was nicht zurückschlägt? Ah, am besten, dass es gar nichts macht. Ja, das ist gut. Cool, cool. Dann würde ich sagen, kämpfen. Hier so. Heldensicht activated. Und Feuer. Kriegt er nochmal einen Boost, weil er nochmal sauer wird, ne? Also war das auch falsch. Gut, Plus. Prüfung neu starten, ja. Gut, jetzt weiß ich, wie weit der kommt. Gut, damit ist das geklärt. Ich weiß, wie es geht. Sollte. Mensch, kann Luigi sie da in die Zone katapultieren? Oder? Sollte irgendwie so mäßig funktionieren. Also er steht da jetzt, oder? Oder sogar da. Nicht ab da. Das sollte jetzt sein. Heldensicht. Komm her. Bring it. Nee, er ist sogar ein zweites Feld entfernt noch. Weißt du, dann geht Luigi. Man kann die dann irgendwie da rein katapultieren, wette ich. Aber gut, anscheinend noch eins vor. Prüfung, neu starten. Sorry, dass ich es jetzt oft neu starte, aber es kommt auf diesen einen Moment an. Ist einfach so. Gut. Hier hätte ich die Taktikkamera benutzen müssen. Weil wie weit schlägt er zurück? Verfolgerradius 4 Meter. Nahkampf.
Aber ich bin jetzt sogar abseits geflogen. Also, die sollte funktionieren. Hellen Sicht. Feuer. Sehr wütend. Hallo. Und bam. Ja. Ja, ja, ja. Sie kann... bis dahin. Da kann Luigi über sie weiterkommen. Sollte. Sollte, sollte. Oh shit. Mal gucken. Gut. Dann bring ich mal Peach am besten dahin. Und jetzt bin ich heiser, toll. Scheiß die Wandern. Das bringt ja nichts, wenn ich ihn anschieße. Da ist einfach mal. Ui. Ui. Lol. Haut ab. Oh. Cool. Luigi. Nein. Oh Gott. So knapp. Zwei Felder. Ja, es wäre, wie man kommt. Fuck. Also ich weiß, es ist der richtige Ansatz, dass man so weit vorkommt, ich sonst würde ich sonst nicht kommen. Und los. Dann mal den Scheiß mal hier. Oh ja, Schild. Ist egal. Ja, bringt ja nichts mehr. Bringt eigentlich nichts mehr. Wie hätte ich Peach so weit schmeißen können, dass das funktioniert? Mann. Mario dahin. Hellen Sicht. Und Feuer. Ja, oder muss ich den anderen wütend machen? Damit er mich sozusagen gegen den Felsen, der mich vom Felsen abprall. Ich weiß ja nicht. Also ich weiß erstmal, ich mach's mal so, ich schieß die Peach mal hier hin.
Spiel, ne? Ja, okay, also weiter geht's hier. So, und ich glaube, ich muss den anderen. Und Mario ist dann, steht dann anders, wenn der andere auf ihn sauer ist. Der näher dran ist. Das ist eine interessante Idee eigentlich. Oder ist es sogar so? Nee, so weit kommt Mario gar nicht. Sich darüber ballern lässt. Von dem Dicken dahin und der Dicke darüber schießt. Nee. Gut, also ich probiere es nur mit dem anderen Dicken. Mit dem anderen Dicken. Mal gucken, was passieren wird. So, was passiert jetzt? Fliegt Mario ins Abseits? Not what I expected. So far. Was kann Mario noch machen? Oh, Mario kann nichts mehr machen. Vielleicht hätte ich die Heldensicht nicht aktivieren sollen. Es könnte ein ganz neues Bild geben. Na, ich guck mal, was der Gegner jetzt macht. Nicht du, der andere hätte zuerst kommen sollen. Oh fuck. Ja. Ja, das war's auch nicht. Mann. Mann, was muss man da machen? Kämpfen? Ich könnte mich nochmal dahinter, aber das bringt ja nie was. Was ist, wenn ich mich... Ne, ich lasse mich nochmal so wegballern von dem. Aber diesmal aktiviere ich die Heldensicht noch nicht. Ja, opa. Ja, fies. Ohne Heldensicht jetzt mal sehen, ob er bis zu mir kommt. Und gut. Gut, Knut. Heldensicht. Aktivieren. Gut. Und er muss jetzt den Dicken, den wir nicht brauchen, hier rüber locken. Komm hierher, Digga. Nee, du musst Peach machen. Peach muss den Dicken hier locken. Hol ihn. Ah, verstimmt ja. Oh nein. Was denn? Ich hab vergessen, dass die anderen auch Sprungwaffen haben. Ey, das ist ein Abseits. Kacke. Oh Mann, ey. Aber was wäre, wenn ich bei Peach auch eine Waffe aussehe, die keinen Sprung hat? Ja, dann zu der Peach kommen. Warte mal. Taktikkamera. Wenn Peach bis dahin kommt und da reingeht, kann Luigi
Das könnte was werden. Prüfung neu starten. Gut, ich brauche jetzt erstmal für Peach noch eine Waffe, die keinen Rückstoß gibt. Oh, es ist schwierig. Es ist irgendwie knifflig. Taktikkamera. B. Kampfzentrale für Rabbit Peach. Muss da eine andere Waffe raus. Waffenauswahl, sorry. So, Peach bekommt das Ding. Alles Standard. Jetzt mal Taktikkamera. Mario? Mario, komm du mal her. Der kann... Der geht am besten bis... dahin. Oder sogar noch weiter. Und lässt sich von dem schlagen. Dann fliegt er dahinter. Na, komm Peach nach. Oh, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Wenn ich mich hier hinstelle und jetzt auf den da gehe. Aber da müsste ich vorher die Helmsicht aktivieren, weil sonst würde das vermutlich nicht zu mir schaffen. Und Schuss. Komm zu mir. Dein braves Riesenbaby. Jo, der schafft's. Aber er wird mich schräg schlagen. Dann schießt sie ihn mal. Mal gucken, wie weit er nach Rad kommt. Er kommt also nicht so weit ran. Oh, Kacke. Oh, Kacke, oh, Kacke. Kack. Mist. Ich überlege gerade wirklich. Aber vielleicht. Ich habe ja. Es gibt ja noch Fertigkeiten. Könnte man bei Luigi, der ja am Ende das Ganze reißen muss. Ja, das da. Erhöht Reichweite des Teamsprungs. Das kostet 20. Was macht das? Das ist der Bewegungsradius, der sich erhöht. Es kommt drauf an, gilt es auch fürs Springen. So, das mache ich mal bei ihm. Teamsprung ist hier. Brauchen wir. Und bei ihr. Sie hat es auch. Ja. Das ist es. Da brauche ich noch eine Kugel. Oh Gott. Muss ich ihn mitnehmen? Ja. Ich muss ihn mitnehmen.
Ich habe eine Bazooka. Gut, dann. Das könnte so geil klappen. Könnte wirklich gut klappen. Anführer. Er und er. Ausgewähltes Team bestätigen. Ja, verlassen. Nee. Jetzt geht's. Und das weiß ich daher, dass zwei Fehler gefehlt haben und bei beiden jetzt ein Feld länger die Sprungreichweite ist. Jetzt wird er mir Mario hinterprügeln. Da habe ich es gelöst. Und prügel hinter. Kommst voran? Ja. Wirklich, ich hab's gelöst. Nice. Kann ich jetzt dahin oder sollte ich ihn dahin? Ich sollte ihn dahin. Dahin stellen. Alter, schieß mal mit der Bazooka, Alter. Ich will mal gucken, was die Bazooka macht, Alter. Sag mir nicht, dass sie einen Rückstoß gibt, das wäre kacke. Cool. Finde ich awesome. Gut. Und jetzt springt Luigi über ihn ab und in die Safe Zone. Alter. Ja. Oh Gott. Alter. Mann, ey. Nicht okay, Alter. Geschafft. Cool. Das war doch cool. Was kann er uns sagen? Kann er uns was jetzt? Nochmal machen. Nein, nicht nochmal machen. Nein, nicht nochmal machen. Ich wollte nicht nochmal machen. Ich wollte gar nicht nochmal machen. Was? Die Prüfung hier wollte ich nicht nochmal machen. Hast du die einmal gemacht? Ja. Kannst auf Abgassen gehen. Ja, Prüfung beenden. Der Quantensprung ist damit gelöst. Cool. Und hätte er jetzt noch einen Haufen Geld so, aber den gibt er uns nicht. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Part von Rabbids, Mario und Rabbids Kingdom Battle. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Und ciao!